Servus Leute, zurück zu Let's Play The Dungeon of Nahlberg. Wir haben das letzte Mal wieder ein paar Schergen von Säulenpech besiegt und sind jetzt kurz davor, in die nächste Etage zu gehen. Aber ich habe jetzt auch gecheckt, was hier des Rätsels Lösung ist. Das letzte Mal sind wir gescheitert auf mit dieser Wand Ei. Steht ein Rätsel geschrieben. Warum nicht? Das schaffen wir. Aber es ist schwer zu sagen, ob es männlich oder weiblich ist, aber es stirbt häufig, bevor man es herausfinden kann. Sein Lied soll nie erklingen, es sei denn, es überdauert seinen Namen. Was ist das? Ich habe noch was anderes, was ich da nutzen konnte. Und das war auch das Rätsels Lösung, nämlich ein Werfhuhn. Ja. Man weiß nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Es stirbt wahrscheinlich, bevor man es herausfindet. Man sollte sein Lied nie erklingen lassen. Außer es überdauert seinen Namen. Außer es überdauert sozusagen den Wurf. Geben. Sesam, öffne dich. Schön. So, was haben wir hier? Da und da ging jetzt was an. Eins, zwei, drei, vier. Ach Gottchen, mit acht. Eins. Zwei. Mist. Falsche Kombination. Hä? Was? Kann ich nochmal sehen? Eins, zwei. Okay. 1, 2, 3, 4. Ah ja. Okay, die können sich nur in die Richtungen bewegen. So, hier und hier und dann was den bewegen. Also ich muss mir nur bemerken, in welcher Reihenfolge ich die bewegen muss. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh Gott, habe ich schon wieder vergessen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs hoffentlich. Fünf, sechs. Warum suchen wir nochmal nach einem Amboss? Yes! Erfahrung für alle. Die Tür geht auf. Oh, was ist das? Gegner! Na toll. Wow. Auch noch. Die Leiche des Kerkers. Offensichtlich ein Anfängerzauberer, der ein Leichifizierungskit mit einem Rabatt gekauft hat, ohne die Anweisung zu lesen. Das ewige Leben zu bekommen, wenn dein Leben bereits null ist, ist nicht unbedingt eine gute Idee. Skelettritter ist auch böse. Elite-Skelette werden aus Menschen hergestellt, die vor ihrem Tod täglich Milchprodukte konsumiert haben. Was sehr starken, funkelnden, weißen Knochen führt. Okay, die können dort vorne tatsächlich nicht viel. Aber die sind stark. Okay. Oh, da ist ja noch einer. Aber wir können uns ja hier verschanzen. Na gut. Sieht machbar aus. So, da hinten, das ist eine gute Position. Wir haben tatsächlich eine ziemlich breite Position hier. Hier hin, dann der darf nach vorne, der darf nach vorne, der darf nach vorne, der sollte im Hintergrund bleiben, der bufft erstmal alle, würde ich mal vorschlagen. Der kann sich Sneaky Beaky an der Seite rumschleichen. Ja, ich glaube, wir haben eine breite Front gegen die Gegner. Angriff. Es wird nicht lange wehtun. Du wirst sehen. Oh, shit. Drei Moves hat auch die. Okay. Das verstehe ich nicht. Was machen die dauernd da? Dein Leben fließt davon. Genau jetzt. Okay. Moment, war das gerade eine Verletzung? Habe ich gerade das Zeichen einer Verletzung gesehen?
Wurde der gerade gelegen? Nee. Staub zu Staub. Fernangriffe! Feuer frei! Nach vorne rücken. So, du siehst nicht viel von hier. Die Toten sollen in der Erde bleiben und die Bäume füttern. Sehr belastend. Das ist ja doch keine gute Position, würde ich sagen. Hier sind zu viele Sachen im Weg. Ich bin's! Hier sind viel zu viele Sachen im Weg. Oh, da kann ich einen treffen. Das ist gut. Shooten! Und Treffer! Jawohl, noch einer weniger. Geilo! So. Hierhin bitte. Schön nach vorne sprinten. Wenn, dann kämpfst du schon. Der Barbar genauso. Wenn, dann bitte kämpfen. Oh ja, vorsprinten und los geht's. Angriff! Zum Angriff! Ja, von hier kannst du wenigstens schießen. Wobei, noch besser. Ja, hau den raus. Wobei, trifft es den auch? Schade. Es trifft den ja gar nicht. Ziemlich niedrige Übersprung. Das hat gar nicht wehgetan. Das könnte ich in einigen Jahren sein. Ja. Gehen wir erstmal damit rüber. Kümmern uns um das Kleinvieh erstmal. So, meine Magierin. Blöd. Muss auch erstmal vor. Das ist alles zu massiv, zu groß im Weg. Der greift jetzt den Ogre an. Okay. Ach, gut, dass du verpasst hast. Das war wichtig. So ein Frostpfeil. Es soll nicht Tod gut herrschen. Ja, die muss schnell weichen. Die ist nervig, die Tante. Oh, die kommt sogar zu meinem. Ah, das war stark. Das war ausgesprochen stark. Und die darf nochmal. Euklid soll euch ewige Ruhe gewähren. Ja, das war okay. Für einen Schlag zwar viel stark, aber zum Glück. Ja, hat er den gestunt. Ganz schlecht. Kann ich das wiederholen? Kann ich das auch machen? Das wäre geil. Ich kann auch einen Schildschlag. Nein, hat nicht geklappt. Wir werden ihre Knochen an die Hunde verfüttern. Huh, die hittet mich, wenn ich an ihr vorbeilaufen will. Uncool. Schutz erhöht. Ist das eigentlich schon mit Abzug? Oh ja, das ist schon mit Abzug. Gut, dann machen wir das Boss-Skelett kaputt. Nö, bleibt als gute Position dort. Du, hau sie um. Flieg weg! Ha! Yes! So sieht's aus, meine Freunde. So sieht's aus. So, wir verteilen uns um das Skelett und da hauen wir einmal richtig rum. Ja gut, das ballern wir von der Seite weg. Sei dem Heiler. Ich frage mich allerdings echt, wieso haben wir hier Gegner getriggert? Das ist kurios. Warum haben wir hier keine Belohnung für zwei Rätsel hintereinander? Wobei, die normalerweise gibt es ja guten Loot bei Kämpfen. Also von daher wird es schon noch eine Belohnung geben. Dann gibt es halt Loot-Belohnung.
Hierhin und dann schön sowas. Ja. Wobei, das ist besser. Den einen töte ich sowieso und den anderen kann ich damit eventuell einfrieren. Nein, Magiewiderstand. Ja, die Gegner können nichts. Die sind bald tot. Oh, das war. Ja, Respekt. Deine Zeit läuft ab. Deine Zeit läuft ab, meine Freundin. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Oh, der ist stark. Kein Wunder, dass er auch so eine Anzeige hat. Der kann halt leider etwas. Wir müssen ihn töten. Parade. Nicht gut. Wir müssen den auch wegmachen. Das ist auch wichtig. Gut. So. Ich würde ihn trotzdem immer noch töten. Gerne. Wäre nett. Irgendwie schon. Der Zwerg. Der Zwerg, der Zwerg. Schon wieder Parade. Nicht gut, nicht gut. Ach, der ist an den gebunden, leider. Dann mach ich ihn wenigstens weg. Gut. So, Euklid. Euklid. Schauen wir mal. Ja, 14%ige Chance zu verfehlen. Ja. Passt. Oger? Bist du immer noch nicht ready? Schade. Oh, vielleicht. Oh ja. Vielleicht kann ich sie ja freezen. Wobei, die wird wahrscheinlich eine. Nein, warum geht das nicht? Aber das andere geht, hä? Na, das ist belastend. Ich hab. Bin extra hier hingegangen, weil ich dachte. Wenigstens brennt er jetzt und hoffentlich verbrennt er. Die hat jetzt einen schönen AOE-Angriff vor sich. Der Tod so endet das Leben, wow. Und der Tod beginnt. Was hast du bitte gerade gemacht? Hättest du wohl gern. Wie strong war das, bitteschön? Und nächstes down. Ich hab sie unterschätzt. Ja, ich dachte schon, sie ist die stärkste, aber. Ich hab nicht erwartet, dass sie sowas kann. So, wir müssen den killen, damit der sich frei bewegen kann. So frei kann er sich nicht bewegen. Der ist lahmarschig. Er kann shooten. Kampf! Du kannst es abwehren. So, und jetzt. Kampf! Mitten in die Fresse. Yes. Und wieder tot. Oh, goldener Trank. Okay, ja, wir haben auf jeden Fall einiges an Schaden erlitten. Dieser Trank sah seltsam aus. Aber es gab auch gute Erfahrungspunkte. So, Gold, Allwissenheitstrank der großen Trilobie. Nach der Einnahme erhöht dieser Trank für kurze Zeit die kognitive Funktion. Möglich, so wurde Pastete erfunden. Okay. Ja, schön. Intelligenz, naja. Ring Nummer 14.
Beweglichkeit und... Oh, wow, wow, wow. Seltsamerweise macht er weniger Angst als sein Vorgänger. Es hängt nicht von viel ab. Warten Sie. Lesen Sie noch zu diesem Zeitpunkt im Spiel noch die Objektbeschreibung. Herzlichen Dank. Ah, die Fourth Wall wurde durchbrochen. Ja, ich lese immer noch. Das ist eine gute Beschreibung. Dann haben Sie gerade den Tag begonnen. Ring Nummer 14. Dafür hat es sich gelohnt. Das ist ein super Ring. Ausweichen und Beweglichkeit. Genau meine Lieblingssachen. Nur die Frage, warum? Warum überhaupt? Und gibt es hier sonst noch was? Oh, dort hinten geht's noch weiter. Oh, das ist interessant. Ja, aber erstmal der Ring. Der Ring, der Ring, der Ring, der Ring. Hände weg von meinem Gold. Mein Schatz, Gold. Wenn es stinkt, müssen es meine Stiefel sein. Bruder, Kumpel. Warum wollen die Leute mir ständig ihre Hände in die Taschen stecken? Eine Ironie des Schicksals, dass ein Dieb seine eigenen Taschen leeren muss. So ein Mist. Ich gebe sie auf keinen Fall her. Der Ring ist was für ihn, glaube ich. Oder für den Oger? Lecker, lecker, lecker. Für den Oger, glaube ich. Beweglichkeit, Ring, Ring, Ring. Ring, Intelligenz wäre auch was für den Oger. Aber nein, hier. Beweglichkeit mehr. Aber Heilung, Opfer. Ja, das nutze ich kaum noch. Oder es lohnt sich nicht. Sagen wir es so. So, wo sind wir hier? Was ist das hier? Hier gibt's auf jeden Fall Loot. Das ist gut. Wenn ich in eine Falle trete, ist das dann mein Glückstag? Eine Falle. Vorsicht! Neugier ist manchmal der Katze tot. Treffen Sie die Goldbugs. Sie dann zur Asche. Ah, das ist das zweite von denen. Dieses Buch ist okay. Von Ulgur zur Intelligenz. Kraft und Intelligenz. Aha. Grob, aber feinsinnig. Kraft und Intelligenz. Kraft und Intelligenz. Wer könnte denn Intelligenz gebrauchen? Und Einschlag. Verfassung gehört dafür runter. Ist egal. Kraft und Intelligenz. Geben wir es ihm. Ah, fantastisch, genau wie Chrom. So, und dann haben wir ein Buch. Treffen Sie die Golbags. Das ist das zweite. Jetzt muss ich bloß herausfinden, wo das ist. Einen Golbag zu beschwören, ist schon halb verrückt. Die Prozedur ist lang. Anstrengend und die Zutaten sind teuer. Man ist erfolgreich zu kontinuieren. Die meisten Golbags, die das letzte Land fangen und durchstreifen, sind wandelnde Monster, die ihren Beschwörer verschlungen haben. Gut. Treffen Sie die Golbags. Ich habe ein paar, aber ich weiß nicht, wo die ganzen Bücherständer sind. Naja, okay, der Dieb muss hier rumlaufen. Oh ja, hat sich schon gelohnt, dass er hier rumläuft. Also eigentlich nicht, weil ich schön passt langsam habe. Hier den Riegel ziehen. Aber jetzt wissen wir müssen hier aufpassen. Was auch immer das überhaupt ist hier. Eine geheime Kammer. Mehr nicht? Das war's. So ein Riesenraum und mehr nicht? Na gut. Sind überall Golbag-Symbole. Ja, dann ist es so. Ja, war nochmal ein kleiner Schatz da hinten. Aber belastend, dass ich jetzt schon wieder alle heilen darf. Eieieiei. Warum gibt es hier kein Symbol, um schnell zu heilen? Die kleinen Tränke, die werden langsam gesoffen wie... Oder du, Zuglaff. Manch andere Wassertränke. Ich hab Nüsse für die Eichhörnchen.
Nein, nein, weg von meinen Taschen. So Fallen sind ärgerlich tatsächlich. Ich muss mich nicht zwingend da hochfallen. Tja, aber der schmeckt nicht. Erinnert mich an Omas Suppe. Man weiß nie, wo denn die nächste Herausforderung ist. Auf jeden Fall gab es dafür auch ein besonderes Achievement. Das finde ich nicht schlecht. So, ich würde sagen, dann schauen wir uns doch auch nochmal schnell auf der nächsten Ebene um, was es da denn Feines gibt. Das war ja eigentlich vorgesehen für diesen Party. Ich wusste nicht, dass es in einen Kampf kommt. Das war tatsächlich überraschend. Das ist das letzte Mal, dass ich kartografiere. Anscheinend habe ich alle Bücher aus dieser Sammlung. Oh, sehr gut. Ja, genau, die Goldback. Okay, einräumen. Zwei Magiewiderstand. Sehr schön. Das freut mich. Für jeden. Das ist wirklich sehr angenehm. Übrigens, zu diesem Rätsel mit den Statuen. Wir haben ja gerade wieder eingesehen. Ja, ich kenne jetzt die Lösung. Aber ich wäre nie drauf gekommen. Es gibt in der dritten Etage, kann man ein Buch snacken und da stehen Hinweise für eine Lösung, wie man das Rätsel löst. Ich werde online nachschauen müssen. Sonst kriege ich das nie hin. Jede von 9 Statuen muss in einer bestimmten Richtung ausgerichtet werden. Das muss man erstmal drauf kommen. Also, das war mir schon klar, dass es wahrscheinlich irgendwie sein muss, aber wo da der Hinweis steht, der ist ein bisschen zu schwierig zu finden, finde ich. Oder schwierig zu bemerken. Wenn es eine Quest oder sowas wäre, wäre es was anderes. Aber in dem Fall ist es leider einfach bloß ein Buch, das ich, glaube ich, verkauft habe. Weil ich es nicht mehr im Inventar habe, zumindest. Zumindest das sollte man dann verhindern, oder? Mal schauen. Da wären wir, die 5. Etage. Hallo, bringt ihr uns frische Gefangene? Was? Nee, wir suchen die Schmiede. Oh, Entschuldigung, ich habe euch für Schuldner gehalten. In gewisser Weise, aber wir haben nur uns selbst mitgebracht. Ihr wollt freiwillig gefoltert werden? Ich glaube, schon langsam verstehe ich diese neumodischen Strömungen nicht mehr. Moment, das ist ein Missverständnis. Der Folterscheidplan ist sowieso sehr eng. Ich werde jetzt etwas warten müssen. Der entbeinende Totschläger und das Stacheldraht-Bidet der Ausscheidung sind bereits ausgebucht. Entschuldigen Sie die Frage, aber wo befinden wir uns? Ihr seid im Technikzentrum des Kerkers. Im Westen findet ihr Folterräume und das Gefängnis. Im Osten die Werkstätten. Faszinierend. Das ist praktisch, da Handwerker und Henker die gleichen Werkzeuge verwenden. Nur unsere Grundmaterialien unterscheiden sich. Hier könnte man also eine Schmiede finden? Sicher. Aber der Schmied ist ein Spielverderber. Nie dürfen wir seinen Amboss zur Folter einsetzen. Er sagt, er sei etwas ganz Besonderes. Das hört sich gut an. Verlieren wir keine Zeit. Hier liegen interessante Menschen oder Teppiche rum. Ihr seid im Technikzentrum des Kerkers. Im Westen. Gut, wir sind im Technikzentrum. Geil. Ich habe das Gefühl, wir gehen im Kreis. Schmied des Kerkers und drehe die Jacke um. Beides ist hier irgendwo in der Nähe. Im Kerker. Im Folterkerker sind wir. Sieht hübsch aus. Hübsche Einrichtung, mein Freund. Was ist das? Ah, das ist ein Knopf wahrscheinlich. Sieh doch, es glänzt. Muss eine Goldmünze sein. Nein, das ist bloß ein Mantelknopf. Ha, schöner Mist. Das muss einer der Mantelknöpfe sein, die wir finden sollen. Wir müssen die anderen noch finden. Gut. Knopf 2 wurde gefunden. Knopf. Noch ein Knopf. Knopf 1 wurde gefunden. Okay, es leuchtet gelblich. Ja, die Knöpfe. Noch ein Knopf. Fehlt nur noch einer. Knopf 4 fehlt mir. Und hier gibt es jetzt erstmal verschiedenste Räumlichkeiten. Hier gibt es eine Tür, die auch aufgeht. Natürlich wieder die Toilette. Dass jeder Raum eine Toilette hat. Oder jede Ebene. Ja, eigentlich schon korrekt so. Okay, da geht's irgendwo hin. Interessant. Will ich da hin? Eigentlich die goldenen Knöpfe scheinen in der Richtung, wenn zu sein. Ah, ist das wieder der Hausmeister? Ah, da ist der Knopf. Lobé erscheint mir so weit weg. Ich dachte,
dachte, wir hätten jemanden, der Fallen entschärfen kann. Wollte gerade sagen, ich habe jetzt nicht erwartet, dass hier eine Falle ist, muss ich zugeben. Aber hier ist Loot, dementsprechend kann das schon sein. Oh. Stiefel gegen Blutflecken behandelt. Und dafür jeden Killervertrag geeignet, bei dem es darum geht, den Körper des Opfers mit Füßen zu zertreten, nachdem der Bauch aufgeschlitzt wurde. Wurstguillotine. Das perfekte Geschenk für den Ehemann. Ein starkes Symbol. Oh, das Abenteuer. So ein Werk aus der Sammlung mit dem Clan vom Shrubridge geschrieben wurde. Stinkt nach Alkohol. Ich finde immer etwas Kotze. Ein Buch. Zu einem Abenteuer. Das Abenteuer. Beim Abenteuer stellt sich die Frage nach dem Ziel. Die meisten Abenteuer verfolgen ein Ziel. Man könnte versucht sein zu glauben, dass schon allein die Tatsache, ein Ziel zu haben, ein Abenteuer ist. Das Ziel des Abenteuers ist nicht unbedingt Ruhm oder Reichtum oder eine Mischung aus beiden. Jedes intelligente Volk hat seine eigene Vision des abenteuerlichen Ziels, definiert von den Kriterien ihrer Zivilisation. Ja, das klingt richtig. Nein, weg von meinen Taschen. So, Schutzverfassung, Sprint oder Bewegung und Sprint. Ja, das ist eine Verbesserung. Danke. Ist das für mich? Wirklich? Yep. Gut, dann haben wir das geschafft. Ich würde sagen, ich werde die Quest erst abgeben. Die Nebenquest erst abgeben. Wobei, das ist ein Händler. Wenn ein Händler ist, dann wird's... ich gebe die Quest erst ab. Ich weiß nie, wo ein Kampf kommt. Dementsprechend. Oh, shit, wir müssen... rumlaufen. Belastend. Na gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geben wir beim Händler, beim Typi die Quest ab und sehen uns dann einfach wieder. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.